Der Termin zur Schlüsselübergabe laut aktueller Prognose der 22. März 2024 bleibt. So wie Herr Streitberger das bereits im vorigen Jahr mitgeteilt hat. Das heißt, wir sprechen heute nicht über eine Verlängerung der Bauzeit. Aber heute ist es am Offenbachplatz laut, es ist staubig. Und täglich sind bis zu 300 BauarbeiterInnen, wenn ja auch Frauen dabei sein, wenige, die dieses Bauwerk Realität werden lassen und auch diese vielschichtige Planung, die da vorliegt. Und meine Damen und Herren, mir ist es wichtig, dass wir auch dieses Lagerfeuer sozusagen in der Stadt haben, um dass sich eine Stadtgesellschaft versammeln kann. Ich glaube, es wird uns gelingen, dass wir hier auch mehr als nur musikalische Hochkultur erleben können, sondern dass man hier auch gemeinsam kulturelle Erlebnisse schaffen kann und Identitäten, die jenseits irgendwelcher Milieugrenzen laufen. Das stelle ich mir jedenfalls vor und das ist eine Investition, die sich nicht nur in Geld amortisiert, genauso wie es mir große Achtung abverlangt hat, dass Köln nach dem Krieg diese Oper gebaut hat. Auch damals war das sicherlich ein finanzieller Schritt und der viele Einbußen an anderer Stelle verursacht hat. Leider haben wir auch schlechte Nachrichten. Das ist nicht zu vermeiden. Die Bühnensanierung wird noch einmal teuer und das ist teurer und das ist eine echte Bürde. Nicht nur in Krisenzeiten, aber besonders in Krisenzeiten, die wir auf uns nehmen müssen. Aber auch hier würde ich Sie bei aller berechtigten Kritik bitten, einen Blick hinter die Zahlen zu werfen, mit Herrn Streitberger gemeinsam, denn auch hier haben sich ja die Dinge geändert und das, was einem Bauherrn eines Einfamilienhauses im Moment blüht oder geblüht hat schon im letzten Jahr, das blüht uns natürlich auch. Zwei Drittel der Kostensteigerung, die wir hier heute erleben, gehen auf das Konto der allgemeinen Kostensteigerung seit der Pandemie zurück und auch aufgrund der Kostensteigerung durch den Krieg in der Ukraine kommt es hier zu Kostensteigerungen. Auch die Inflation trifft den Bausektor massiv. Im letzten März noch hat sich das Sanierungsprojekt im Zielkorridor der Kostenprognose von 31.12.2020 bewegt. Auch das ist ganz klar ein Zeichen dafür, dass die Kostensteigerungen, die jetzt da sind, aufgrund der Inflation, des Krieges in der Ukraine und der Kostensteigerung aufgrund der Pandemie, auch der Beschaffungsschwierigkeiten, dann so darstellt. Zu den Kosten muss man sagen, wir haben ja viele unserer Verträge indexiert. Das wäre bei den alten Firmen gar nicht anders gegangen. Also da haben wir Preise von 2011, 2012, also werden die indexiert. Dabei bedienen wir uns der Fachserie 17, Reihe 4 des Statistischen Bundesamtes. Ich habe lange gelernt, bis ich das so flüssig aussprechen konnte. Jetzt leider wird sie aufgehoben, die Reihe, und wird durch ein Nachfolgemodell ersetzt. Und das ist die Kurve der letzten Jahre. Die ist, glaube ich, sehr signifikant. Der Preisanstieg ist dann tatsächlich Anfang 21 zurückgegangen, oder Anfang 20 war das zurückgegangen. Ja, in 20, das war Corona, aber dann umso mehr angestiegen. Und ich kann Ihnen sagen, der Oberbürgermeister hat es eben schon gesagt, zwei Drittel der Kostensteigerungen, die wir Ihnen heute mitteilen müssen, gehen auf diese allgemeine Preisentwicklung zurück. Das sind die Zahlen, der Status zum 31.12. Wir hatten uns zu dem Zeitpunkt für 599 Millionen verpflichtet. Das heißt, das sind alle Aufträge, die wir jemals erteilt haben. Ja? Das ist Geld, wo wir verpflichtet sind, das auch zu zahlen. Das sind 599 Millionen.
Davon ausgegeben waren bereits zu diesem Zeitpunkt 512 Millionen. Die jetzt ermittelten Kosten sind 664,9, also Sie dürfen 665 Millionen schreiben, obwohl ich eigentlich Wert auf das Komma legen würde. Das Budget, was wir haben, sind 642,7 Millionen. Wir haben ja dankenswerterweise im September 2020, war das glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr, vom Rat ein Budget bekommen, was oberhalb unserer Zielkosten lag. Und das ist das Budget von 642,7 Millionen, sodass der aktuelle Finanzbedarf jetzt 22,2 Millionen sind. Das sind also das Geld, um das wir den Rat werden bitten müssen. Die Vorlage ist vorbereitet. Wir werden das mit der Kämmerei abstimmen, wenn wir die einbringen. Kurzfristig brauchen wir das Geld nicht. Wie Sie sehen, sind wir noch sehr liquide. Aber gleichwohl, die Kosten werden unsere Mittel dann eben auch übersteigen.